Ja, hi nochmal. Voll schön, dass man hier zweimal lesen darf in der Vorrunde. Hat man nicht so häufig. Der folgende Text behandelt das Thema Kunst. Das reicht als Einführung, das sagt auch schon alles aus. Der Text trägt den Titel »Ist das Kunst oder kann das weg?« Ich mag Kunstmuseen. Immer wenn ich in einer größeren Stadt bin, suche ich mir akribisch vorher alle Kunstmuseen raus und erstelle mit meiner durchtrainierten deutschen Ordentlichkeit eine Liste, wie ich in die einzelnen Museen am effektivsten einmarschieren kann, um ja keine so poetische Farben- und Objektkomposition zu verpassen. Apropos Objekte. Es gibt da so etwas, das nennt sich Installation. Das heißt, irgendjemand legt irgendwo was hin und denkt sich was total Tiefsinniges dabei. Das kann ich auch. Ich stelle auf einer Party meine leere Flasche Becks mit dem halb abgepulten Etikett genau in die Mitte des Raumes, rülpse genüsslich und denke mir, diese Flasche ist leer. So leer wie das Epizentrum deiner Gefühle. Ausgesaugt und komplett verdaut. Emotional total tot. Geil. Ich bin ein echter bildender Künstler. Dabei kann ich in Wahrheit mit Installationen nicht besonders viel anfangen. Ich finde Installationen nicht spannend, weil ich es einfach kann. Ich bin zu gut darin. Darunter leidet mein negatives Selbstbild, wenn ich etwas zu gut kann. Mein WG-Zimmer zum Beispiel ist mein eigenes kleines Museum für Installationen. Ich besitze zu viele Sachen und viel zu wenig Wohnraum. Das liegt daran, weil ich als Student zu viel Zeit habe, nützliche, aber meistens doch recht unnütze Dinge anzuhäufen. Aber welcher Messejünger kennt es nicht? Du hast in deinem Zimmer viel zu viel Zeug auf zu kleiner Fläche unterzubringen. Die Schränke sind zum Besten voll und du hast immer noch so viel Zeug über. Zwangsläufig klopft eine kleine süße Frage bei dir an, um in deinen Kopf zu brüllen. Wohin mit dem ganzen Scheiß? Denn wegschmeißen geht nicht. Diese ganzen Sachen, alles Erinnerung, überall Erinnerung. Ich muss die Beständigkeit der Erinnerung wahren, denn nur die Erinnerung hat in der Zeit Bestand. Das drückte schon Salvador Dalí mit seinen Uhrenbildern aus und der hat wenigstens keine bescheute Installationskunst gemacht. Jedenfalls meine ich das zu glauben. Ich habe die Lösung gefunden, um nichts wegschmeißen zu müssen. Ich verarbeite mein Zeug zur Installation. Ich errichte Haufen aus allem, was nicht mehr in die Schränke passt. Danach verbinde ich diese Haufen unbewusst mit Dingen, die aus der unbeständigen Gegenwartszeit beim täglichen Dahinvegetieren halt so überbleiben. Diese Verbindungswege zwischen den Haufen bestehen üblicherweise aus nach Schweiß stinkenden Klamotten, dreckigem Geschirr. Solange es nicht geschimmelt ist, ist alles gut, sagt meine Mitbewohnerin. Irgendwelchen Papierfetzen, die mal ein Text waren, den ich für die Uni lesen sollte und auch irgendwie getan habe und allerlei undefinierbarem. Aber worin liegt der tiefere Sinn in diesen surrealen Haufen dort, die du als Installation bezeichnest, fragte mich die halb angewiderte, halb von Neugier geschwängerte Stimme meiner Mitbewohnerin. Ganz einfach. Diese Haufen stellen eine gewisse Erinnerung dar, die im Leben eines jeden Menschen von entscheidender Bedeutung sind. Und diese Haufen stehen miteinander in Verbindung. Ich zeige auf die Wege aus Alltagsabfall und formen somit die gesamte Persönlichkeit des Menschen. Um ihr den Sinn meines Gesagten an einem Beispiel noch stärker zu verdeutlichen, deute ich auf den erstbesten Haufen, der mir ins Auge springt. Dieser Haufen da. Aus der aufgeplatzten Plastiktüte mit den halb abgeschimmelten Kondom, wenn man von den vollgerosteten Taschentüchern gebrauchten Q-Tips und Bartern mal absieht, zeugen von der erfolgreichen Suche des Weges nach innen. Oder die vollgerosteten Taschentücher sind der lebendige Beweis von den schlechten Tagen eines Menschen, wenn er sich mies fühlt und nicht mehr frei atmen kann. Ein wunderbares Symbol. Ich glaube, die vollgerotzten Taschentücher kommen daher, weil du letzte Woche krank warst und sie noch nicht in den Mülleimer befördert hast. Und in das Kondom bist du letztes Mal gekommen, als wir beide Sex hatten, bevor du überhaupt den Weg nach innen gefunden hast. Gurt meine Mitbewohnerin und streckt mir frech die Zunge raus, während sich ihre Augen zu wütenden Schlitzen verengen, gefolgt von zwei Mittelfingern, die sie mir optisch in die Fresse schlägt. Aber ich beachte meine Mitbewohnerin schon gar nicht mehr und denke mir nur, geil. Ich kann Installation nicht nur installieren, sondern ihre symbolische Bedeutungsebene erkennen und sogar erklären. Anscheinend mag ich sie doch, die Kunst der Installation. Nein, das tust du nicht, erwidert mein negatives Selbstbild und zwingt mich, auf dem Zimmerboden einen neuen Haufen zu richten. Dankeschön.